Wort gemeldet ist die Abgeordnete Jaks. Gesundheit, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuseherinnen und Zuseher, die zu so später Stunde noch die Ausdauer haben und uns zuschauen. Uns Juristinnen und Juristen wird ja oft nachgesagt, dass wir eine gewisse Detailverliebtheit haben und auch eine eigene Sprache. Wir Juristinnen sind es aber auch, die die Schnittstelle zwischen Gesetz, Recht und den Menschen draußen sind. Und einige von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen ja auch, dass ich aktuell meine Gerichtspraxis am Bezirksgericht Freistadt absolviere. Für die Budgetwoche habe ich mir übrigens Urlaub genommen. Und ich bin also tagtäglich mit der Arbeit der Bezirksrichterinnen und auch der Kanzleibediensteten befasst. Und ich kann Ihnen garantieren, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz wirklich dafür sorgen, den Bürgerinnen und Bürgern einen niederschwelligen Zugang zum Recht zu geben, vor allem auch in Krisenzeiten. Denn Covid-19 hat auch die Justiz und die Gerichtsbarkeit vor Herausforderungen gestellt. Ich gebe Ihnen ein paar Stichworte: Homeoffice versus IT-Ausstattung, Videoverhandlungen oder Verhandlungen per WhatsApp-Videotelefonie oder auch die Kontrolle der Absonderungsbescheide. Das war auch eine unfassbare Menge, die da auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugekommen ist. Und diese Sachen haben den Arbeitsalltag in der Praxis wirklich verändert. Und es ist unsere Antwort, mit dem Budget auch hier gut aus der Krise zu kommen und gut durch die Krise zu kommen. Denn ich bin davon überzeugt, dass vielleicht die oder der eine oder andere durch Homeoffice-Erfahrung auch erlebt hat, dass Digitalisierung, dieser träge, schwere Stein, etwas Wichtiges ist und dass dieser träge Stein vielleicht schneller ins Rollen kommt als gedacht. Also es ist super, dass die Online-Justiz in Zukunft ein Schwerpunkt sein wird, der digitale Akt aufgewertet wird und das im Budget Niederschlag findet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch kurz auf das Thema des Erwachsenenschutzes eingehen, weil mir das jetzt auch in der Praxis ans Herz gewachsen ist. Ich freue mich, dass auch das mehr finanzielle Mittel erfahren wird, denn durch die Reform des Erwachsenenschutzgesetzes ist wirklich der Mensch in den Mittelpunkt gestellt worden und seine Selbstbestimmung. Und ich glaube, darum geht es in der Justiz, dass wir die Institution den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen, dass wir uns um den Menschen kümmern, auch in der Justiz und der Gerichtsbarkeit. Das tun wir mit mehr Geld für Opferhilfe, Opferschutz, Bewährungshilfe und den Erwachsenenschutz. Danke.